Moin. So, nochmal kurzes Review zu gestern und Update von uns. Update, wir stehen hier mit dem Campingwagen in Ikatahuna und das ist ein quasi so ein Motorhome von einer von zwei älteren Menschen. Hier kostet das pro Erwachsenen nur $10 die Nacht, das ist also überhaupt nicht viel. Und ist trotzdem ein Powered Campingplatz, also mit Stromanschluss und Toiletten. Und das ist halt ein super Platz auf jeden Fall, um auf dem Weg vom Süden aus Richtung Norden, zum Beispiel Nepia, hier einen Stop zu machen. Das war auch eigentlich unser Plan. Wir waren ja gestern von Wellington aus los und haben dann die zwei Zwischenstops gemacht für die Herr der Ringe Filmlocations. Das hat ja auch alles wunderbar geklappt. Ich musste beim zweiten Zwischenstopp nachher auf Videoaufnahmen vom iPhone halt wechseln, weil die GoPro aufgegeben hatte. Jetzt habe ich die Nacht hier mal genutzt und alle Akkus ordentlich aufgeladen. Das war halt echt klasse, die Wanderung. Wir haben dann nachher für die anderthalb Stunden vorhergesagten Wanderungen haben wir 2 Stunden gebraucht. Aber der Große hat ja auch super viel alleine gemacht und von daher ist das okay, wenn wir einfach ein bisschen länger brauchen mit den Zwischenstopps dann auch, die wir hatten. Der Hinweg war ja ein bisschen rutschig und sehr matschig. Bergauf ging das dann meistens immer noch, weil da auch Stufen waren und man sich dann irgendwie bergauf besser festhalten konnte. Und da gab es ja quasi den zweiten Weg, um zu diesem Pfad der Toten zu kommen. Das wäre am Flussbett entlang gewesen. Am Anfang haben wir da allerdings nur halt einen großen Fluss gesehen und nicht, wo man da wirklich lang gehen kann. Deswegen hatten wir uns für den anderen Weg entschieden, der halt sehr steil bergauf ging, zum Lookout. Das war auch soweit ganz gut. Wie gesagt, wir haben da ja den Hinweg geschafft, etwas länger als anderthalb Stunden oder ich glaube anderthalb Stunden war dafür angesetzt. Nee, 45 Minuten. 45 Minuten war dafür angesetzt, so rum. Hin und zurück wären dann anderthalb Stunden gewesen. Und wir haben also nicht nur 45 Minuten gebraucht, sondern glaube ich eine Stunde für den Weg hin. Hatten dann aber halt einen echt coolen Ausblick von da oben und ich konnte auch noch die Drohne starten. Von daher war das echt lohnenswert. Und da sind wir allerdings den anderen Weg zurückgegangen zum Flussbett. Und dort unten beim Flussbett konnte man auch nochmal zu Fuß quasi dem Flussbett weiter gen Norden nochmal folgen, um da auch nochmal sich quasi in diese Klippen reinzustellen. Das habe ich dann nochmal kurz alleine gemacht. Das hat ja irgendwie 10 Minuten gedauert, 1/4 Stunde da hoch. Und natürlich auch den ganzen Weg wieder zurück. Währenddessen ist Vivi mit den beiden Kindern schon mal weiter am Flussbett Richtung Süden, Richtung Carpark wieder. Und die habe ich dann nachher dann wieder eingeholt. Die waren aber schon relativ weit, also die haben das auch echt super gemacht. Der Große hatte seinen Spaß mit Steine ins Wasser werfen und Abenteurer sein. Auch da großen Respekt, wie gesagt, dass er das so gemacht hat. Am Carpark angekommen, hatten wir dann echt Glück, weil wir haben uns gerade nochmal frisch gemacht, umgezogen. Es gab ein Eis zur Belohnung, hatten wir ja alles hier dabei bei unserem Camper. Und dann sind wir gerade wieder losgefahren, da hat es wieder angefangen zu regnen und während der Wanderung war halt einfach sonst kein Regen, es war halt einfach nur ein bisschen nass, immer noch quasi, weil wir ja unter den Bäumen lang gegangen sind, den Matschweg, und das dann von den Bäumen getropft hat, aber ansonsten war da eigentlich kein Regen. Und als wir losgefahren sind, war halt wieder kompletter Regen, also wir hatten da echt Glück für unsere Wanderung. Und dann sind wir quasi zu unserem Campingplatz hier gefahren, wir hatten uns den ja auch schon rausgesucht, wir hatten ja eigentlich vor, noch nach Nepia zu fahren. Werden wir trotzdem hier gehalten und werden jetzt von hier nach Nepia gefahren. Allerdings gibt es von dort immer noch amtliche Meldungen, dass dort bitte nach Möglichkeit von touristischen Reisezwecken abgesehen werden soll, weil dort gerade auch erst mal wieder Strom und fließend Wasser hergestellt wurde. Das ist halt dann für die dann nicht ganz so einfach, wenn man dann da auch noch hinkommt und sich das alles anguckt, wo Leute vielleicht ihr Zuhause verloren haben. Auch wenn wir da noch nie waren in der Ecke, haben wir uns jetzt einfach dagegen entschieden, dann auch dahin zu fahren und haben uns dann jetzt noch eine Unterkunft im Oakune gebucht und da fahren wir heute hin, da waren wir ja damals auch, ist jetzt kein großbekannte Stadt, also ein großbekanntes Skigebiet ist es, wir sind aber zum Glück ja nicht zum Winter hier und da wollen wir jetzt heute hin, machen da noch einen kleinen anderen Zwischenstopp vorher, bevor wir dann dort zum Nachmittag hin auch ankommen. Genau. So viel von gestern und zu der Nacht. Die Nacht hier haben wir relativ gut verbracht. Es ist hier noch ein bisschen frischer. Das Wetter, wie gesagt, hier auch noch sehr wechselhaft. Das soll alles ab heute Samstag und morgen Sonntag deutlich besser werden. Und dann lassen wir uns mal einfach überraschen, ob dem auch der Fall ist. Genau. Ich steige jetzt mal einen Camper.
Wir waren schon durch mit Frühstück, haben noch gerade hier den Müll entsorgt und werden uns jetzt dann einfach mal gleich auf den Weg machen, weil hier mit groß rumspielen und noch spazieren bei dem Regen ist jetzt nicht groß empfehlenswert, würde ich mal fast sagen. Wir müssen noch einmal auftanken und dann geht's weiter. Von daher starten wir mal den Tag und ich denke mal, wir hören uns später nochmal. Moin, da sieht man ihn, den Mount Huapihu. Hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Huapihu steht hier. Genau, wir sind ja in Huacune und sind hier gestern angekommen, haben uns gut auf dem Campingplatz eingefunden, haben uns sogar noch einen besseren Platz selber aussuchen können, wo wir ein bisschen mehr Platz nach rechts und links haben. Und haben dann auf dem Campingplatz auch noch eine andere Familie getroffen, die jetzt ein Jahr auf Weltreise ist mit 3 Kindern, die schon in Kanada waren und in der USA und jetzt hier halt in Neuseeland sind, die aber bisher nur auf der Nordinsel waren und noch auf die Südinsel wollen und daher jetzt zum Beispiel beim Tropensturm den Sturm halt so gut es ging halt umfahren sind. Und ja, wir machen uns jetzt hier einfach mal auf den Weg ein bisschen zu spazieren. Wir hatten ja gestern keine Möglichkeit, den großen Berg hier zu sehen. Huacune ist ja auch ein, ein Skigebiet. Da wollen wir jetzt natürlich nicht Skifahren hier, sondern wir sind jetzt zur Sommerzeit hier. Merken auch daran, dass einige Restaurants zu haben und dann steht ein Schild dran. Haben heute geschlossen, sehen uns im Winter. Das heißt, es ist noch ein bisschen hin. Und wir sind jetzt quasi jetzt einfach mal ein bisschen zu Fuß unterwegs. Es gibt hier noch diverse Spielplätze, ansonsten ist hier aber auch nicht viel. Wir sind hier 2 Nächte. Ich freue mich ein bisschen, dass wir gerade den Blick halt auf den Berg haben mit dem Schneegipfel. Da werden wir vielleicht auch nochmal, wenn wir jetzt hier rankommen, noch ein paar bessere Aufnahmen machen. Und ansonsten ist auch für den Tag gar nicht viel geplant. Und morgen soll es dann weitergehen. Wir sind immer noch ein bisschen überlegen, wie wir die weitere Route machen. Wir haben jetzt einen gewissen Abschnitt halt geplant. Aber Richtung Bay of Plenty beziehungsweise halt Koromandelinsel hin sind wir noch relativ offen. Das hat jetzt auch gerade noch einen Hintergrund, dass wohl bekannt geworden ist, dass sich auf den Fidschi-Inseln oder Nähe der Fidschi-Inseln ein weiterer Tropensturm gerade anbahnt. Da ist allerdings auch alles offen. Das kann auch sein, dass da einfach gar nichts daraus wird und dann ist alles gut. Es kann aber auch sein, dass das einfach nur Regen ist und es kann auch sein, dass das halt sich ein großer Tropensturm wieder draus entwickelt und dann auch Richtung Neuseeland zieht.
Das müssen wir so ein bisschen beobachten. Das wird irgendwie erwartet, dass das wohl Ende nächster Woche irgendwie hier halt eintrifft. Das heißt, da hätten wir den Part eigentlich eh jetzt schon gebucht und müssen dann halt mal gucken, wie wir dann halt weiterkommen. Genau, wir gehen jetzt erstmal noch eine Runde spazieren, genießen das gute Wetter und die Sonne. Ist aber auch trotzdem ordentlich windig hier und melden uns einfach später nochmal. So, wir sind jetzt hier auf dem Campingplatz und genau, haben wir gerade in der Waschmaschine angeworfen, das zählt ja auch dazu. Wir waren ja den Wangavero Forest Walk, quasi in die Richtung von Uakuni, ein bisschen nördlich. Da sieht man jetzt auch den Mount Uapeu, aber der Gipfel ist halt im Schnee verdeckt, in den Wolken verdeckt. Der ist ja jetzt gerade nicht mehr so gut zu sehen, so war aber auch die Vorhersage dafür. Und genau, der Forest Walk, den wir gegangen sind, das ist circa eine Stunde, so ein Loop, den man gehen kann, den man da in dem Tongariro Nationalpark halt startet. Und der war soweit okay, mit dem Buggy ist es eigentlich weniger zu empfehlen und wir hatten den Buggy dabei, weil der Weg bis dahin halt entsprechend Gehweg ist. Und wir dann für auch hinterher gedacht haben, dass es praktischer wäre, wenn wir das mitnehmen. Hinterher waren wir noch beim Carrot Adventure Park, das ist quasi ein von einigen Leuten gesponserter Park. Karotten tatsächlich das Hauptthema sind. Die gibt es hier in der Nähe auch ein großes Feld, wird hier ganz groß angebaut und anderes Gemüse halt auch. Und da gab es halt ganz viele Leute und Firmen, die das halt gesponsert haben und so gibt es dann halt da auch direkt diverse Geräte halt. Da gab es dann auch so eine Art Ninja Warrior Kurs, den ich mit dem großen Zäumer gelaufen bin, hatte er sehr viel Spaß mit. Und genau, jetzt sind wir wieder zurück zum Campingplatz, waren noch kurz einkaufen. Viele Restaurants haben wir hier auch entsprechend zu, deswegen gucken wir nachher, ob wir noch auswärts essen oder nicht. Und morgen geht es dann für uns hier schon wieder weiter, und zwar Richtung Taupo. Da wollen wir noch vorher einen anderen Zwischenstopp einlegen. Und wir fahren dann die Desert Road, das heißt, man fährt östlich vom Mount Tongariro halt entsprechend lang. Da ist allerdings auch Militärzone und daher müssen wir mal gucken, also da gibt es ein paar Aussichtspunkte. Ich würde aber gerne nochmal mit der Drohne fliegen, das werde ich da wahrscheinlich direkt nicht dürfen. Mal gucken, was es dann halt sonst noch für Alternativen gibt. Und ansonsten machen wir halt Videos oder sowas vom Boden aus. So, jetzt geht's hier erstmal weiter auf den Spielplatz und ich würde sagen, wir melden uns einfach ein andermal wieder. Thank you.
Moin. So. Eine kurze Aufnahme aus dem Camper. Wir machen hier gerade noch unser Essen fertig. Ich habe auch mal die GoPro dahingestellt. Wir haben heute Oikuni verlassen und sind die Desert Road gen Norden gefahren, vorbei an... ich kriege hier gerade gesagt, was dauert das hier so lange? Okay, so viel Geduld hat man also. Das dauert noch 3 Minuten! Genau. Leider war auf der Desert Road auch der Ausblick auf den Mount Tongariro und Ruapuhi mit Wolken bedeckt. Das heißt, eine gute Aussicht hatten wir da nicht gerade. Aber trotzdem war das halt eine coole Fahrt, die Desert Road entlang. Ich fand die Landschaft, auch wenn sie sehr karg ist, halt irgendwie sehr eindrucksvoll. Und wir sind ja jetzt nach Turangi gefahren und hatten irgendwie im Kopf, dass da noch entsprechend auf freie Campingplätze sind. Das war jetzt allerdings nicht groß der Fall. Deswegen haben wir uns da ein bisschen umgeschaut, haben den Nachmittag dann noch auf dem Spielplatz verbracht. Hatten dann jetzt ein, oder Vivi hat einen Carpark rausgefunden, direkt am See, wo auch in den Kommentaren steht, dass da viele halt übernachten und das kein Problem ist. Wir haben auch laut der offiziellen Seite rausgefunden, dass der nicht auf der Verbotenliste steht, obwohl er dann letztendlich ein Zeichen war, dass man dort nicht parken sollte, nicht campen sollte. Das hätte uns dann nicht davon abgehalten, da wir ja offiziell von der Neuseeland oder vom Government vom Amt aus keine Verbotsmeldung hatten oder gesehen haben. Allerdings waren dort auch die Sanitäreinrichtungen, sag ich mal, alle defekt und dort ein anderes Pärchen in einem Auto, die sich gestritten und geschlagen haben. Das wirkte halt irgendwie alles ja nicht so überzeugend. Dass wir jetzt auch weitergefahren sind, nochmal 5 Minuten weiter von Turangi waren das 8 Minuten bis dahin, von dort 5 Minuten bis jetzt hierhin. Ein kleiner Ort namens Motuapa. Genau, und hier haben wir direkt vorne an einen Campingplatz jetzt hier an dem See. Das heißt, im Blick direkt nach draußen, richtig schön mit Sonnenuntergang vorhin. Mit der Drohne bin ich da ja auch noch mal kurz geflogen. Die habe ich euch bestimmt mal 1-2 Aufnahmen mit gezeigt. Genau, und jetzt ist es 18:50. Das heißt, es gibt jetzt bei uns Abendessen. Dann gucken wir mal noch, was wir machen. Und dann ist auch Zeit fürs Bett. Wir übernachten hier nur eine Nacht, da das eigentlich nur eine Zwischenlösung war. Eigentlich, wie gesagt, wollten wir auf dem freien Campingplatz übernachten. Und achso, bevor ich es vergesse, heute Morgen sind wir noch den Mount Ruapuhi hochgefahren. Denn ich hatte gestern Abend noch gesehen, dass man die Strecke, wo wir ja auch vor einem Forest Walk lang gewandert sind, dass man dort ja auch entsprechend noch weiterfahren kann. Und dann kommt man oben noch zu einem genialen Ausblick. Und noch zu einer Herr der Ringe Filmlocation, und zwar den Gollum Pool. Und zwar die Szene, die dort aufgenommen wurde, wo Gollum sich im Wasser aufhält, bevor er von Faramir quasi und gefangen wird. Und irgendwie soll dort auch noch irgendwas von Isildur aufgenommen worden sein. Ich glaube, ja, nee, weiß ich nicht genau, welche Szene. Müsste man mal schauen. Das war auf jeden Fall 20 Minuten von Oikuni Richtung Norden. Das hat sich schon noch gelohnt, finde ich. Dann sind wir die 20 Minuten wieder runtergefahren. Und dann halt entsprechend die Desert Road hoch. Die Desert Road an sich von Oikuni bis zum nächsten Dorf, wo auch das Army Museum ist, das dauert 20 Minuten und dann einmal die Strecke hier hoch, die dauert irgendwie fast eine Stunde, wenn nicht mal ganz, 15 Minuten nur bis nach Turangi. Und nach Turangi ist unser nächster Halt Taupo und das dauert jetzt von hier aus auch nur noch 40 Minuten bis nach Taupo. Das heißt, unsere Stops sind hier aktuell eher kürzer gehalten und wir schauen dann einfach mal, was auch die News hergeben, was den nächsten Tropensturm angeht, der sich da in Fijia zusammenbrauen soll oder dann vielleicht auch nicht. Ich glaube, das war alles an Updates kurz zusammengefasst. Ich würde sagen, wir essen jetzt, bevor ich hier noch mehr Ärger kriege. Und wir melden uns dann einfach morgen oder später oder wie auch immer. Bis dann!